Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich begrüße euch zu einem neuen Vlog. Heute ist Freitag, der 28. August 2020. Und ja, wir feiern Premiere. Und zwar ist heute Vlog Nummer 10 angesagt. Und da habe ich mir was Besonderes für überlegt. Und zwar geht es für 3 Tage nach Berlin. Was ich dort genauer mache, weiß ich noch nicht. Wir gucken mal, vielleicht mal Richtung Potsdam oder so. Mal sehen. Erster Programmpunkt ist jetzt mit dem ICE 649 nach Berlin-Gesundbrunnen. Und ja, genau, ihr seht dann, was ich für Aufnahmen sammeln kann und wünsche euch viel Spaß mit dem Special Vlog Nummer 10. Viel Spaß! Meine Damen und Herren, wir reichen gleich Stendal. In Stendal werden alle geplanten Züge erreicht. Ladies and gentlemen, going stop off our train Stendal. Thank you for choosing from Japan today. Take care. Der Ausstieg in Stendal im Fahrtrichtung links bitte und danke für Ihre Reise mit dem ICE von Japan. Auf Wiedersehen. Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung an Bord unseres Zuges während der gesamten Fahrt. Nutzen Sie
Ticket zur kontaktlosen Ticketkontrolle. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome on board the ICE to Berlin. Meine Damen und Herren, bitte steigen Sie in Berlin-Spandau und fahren Richtung links aus und dann auf Ihre Reise. Ich bin angekommen in Berlin Hauptbahnhof, fährt schöne S-Bahn gerade raus, S3 nach Erkner. Und ja, ich werde hier ein bisschen getrainspottet und dann geht es später weiter. Und ja, ihr seht jetzt die folgenden Aufnahmen und ich wünsche euch viel Spaß dabei.
So, ich habe jetzt hier ein bisschen aufgenommen am Berliner Hauptbahnhof und werde jetzt mal kurz in mein Hotel fahren und fragen, ob ich schon mal mein Gepäck dort ablegen kann. Es ist ein bisschen blöd, das alles mitzuschleppen. Und ja, genau, fahre ich jetzt mal mit der S-Bahn zum Zoologischen Garten.
bin ich in Berlin-Spandau gerade mit dem A2 hingefahren. Jetzt werde ich hier ein bisschen aufnehmen. Ich wünsche euch viel Spaß mit den folgenden Aufnahmen. Thank you.
Von Spandau hier zur Warschauer Straße gefahren. Jetzt filme ich in der S-Bahn und genau, ihr seht die folgenden Aufnahmen. Viel Spaß dabei. Nach ein paar Aufnahmen jetzt hier an der Warschauer Straße geht es jetzt nach Berlin-Lichtenberg, um dort den Interregio-Express nach Polen aufzunehmen. Angekommen im DDR-Bahnhof Berlin-Lichtenberg, kann man noch sehr gut erkennen, dass hier immer die DDR war. Zum Beispiel an den Häuschen, an den Lampen oder auch da hinten an den Lampen. Oder auch hier an den alten Oberleitungsmasten, an dem alten Gebäude, wo mal Mitropa dran stand. Also hier ist alles noch sehr, sehr alt, aber kann auch gut genutzt werden und filme ich ein bisschen und ich wünsche euch viel Spaß mit den folgenden Aufnahmen.
nachdem ich jetzt hier ein paar kurze, aber schöne Aufnahmen gemacht habe, geht es jetzt erstmal zum Hotel. Ich werde dann heute Abend nochmal irgendwann rausgehen. Genau, wir sehen uns dann heute Abend wieder. Bis später. Es ist 18.49 Uhr. Ich bin wieder unterwegs und aktuell am Berliner Ostbahnhof. Ja, hier steht jetzt noch ein bisschen was an. Ich habe eben den Nightshift aufgenommen nach Wien. Nicht noch den Harz-Berlin-Express aus Goslar und Thale aufnehmen und dann noch den Nightjet nach Zürich. Anschließend geht es dann weiter zum Hauptbahnhof um gegen 9:30 Uhr, mal gucken. Und ja, genau. Aber jetzt bin ich erstmal hier im Ostbahnhof und genau. Thank you.
Jetzt 22.30 Uhr. Tag 1 ist somit vorbei. Ich bin nämlich schon seit 4 Uhr heute Morgen auf den Beinen und deswegen reicht jetzt mal hin. Morgen geht es dann weiter und ja, wir sehen uns dann gleich wieder. Bis morgen. Guten Morgen zu Tag 2. Ich befinde mich am Berliner Ostbahnhof. Es ist 7 Uhr morgens und ja, steht einiges an. Jetzt erstmal den Harz-Berlin-Express aufnehmen, dann den IC nach Leer als IC2 und anschließend soll noch ein Rheingold kommen. Mal gucken, ob der auch verkehrt heute und ja, genau, mal gucken, was der Tag heute noch so bringt. Wir sind wieder spontan unterwegs und ja, genau, bis später. Jetzt, er wird erstmal ein bisschen gefilmt hier und dann seht ihr von den Aufnahmen und dann mal sehen, wo es dann hingeht.
Hauptbahnhof über Bad Belzig. Abfahrt 9:07. Vorsicht bei der Einfahrt.
So, ich habe mich lange nicht mehr gemeldet. Ich war ja heute Morgen am Ostbahnhof, bin dann von dort mit der S-Bahn zum Savini-Platz gefahren, habe dort Frühstück gegessen, bin dann von dort zum Alexanderplatz gelaufen, bin dort noch ein paar Aufnahmen gemacht, habt ihr ja gesehen, und bin dann von dort eben mit der RB14 hierher gefahren. Hab jetzt hier den Nightshift aufgenommen und ja, jetzt geht's weiter Richtung Westen. Und zwar jetzt erstmal nach Berlin-Wannsee mit dem RE1 oder mit der S-Bahn, mal gucken. Und dann geht es dort weiter. Und zwar habe ich geplant, mit einem alten Berliner Bus einmal zur Pfaueninsel zu fahren. Der fährt hoffentlich heute. Einmal mitzufahren und dann wieder zurück und dann, ja, genau. Wenn er heute fährt, weiß man ja nicht, werden wir gucken. Also jetzt geht es erstmal zum Wannsee und wir sehen uns dann gleich wieder. Angekommen am schönen Wannsee in Berlin. Ich habe gesehen, der historische Bus zur Pfaueninsel fährt erst in gut 2 Stunden. Das heißt, ich muss jetzt die Zeit ein bisschen überbrücken. Fahr wahrscheinlich erstmal nach Potsdam und dann fahren wir dann weiter zur Pfaueninsel. Genau, jetzt fahren wir erstmal nach Potsdam und dann sehen wir uns da gleich wieder. Angekommen in Potsdam Hauptbahnhof. Jetzt wird hier 1 Stunde gefilmt und dann geht's weiter nach Potsdam-Pürscheide. So, jetzt geht es mit dem linken Hamster als RB23 nach Potsdam-Pürscheide. Warum ich da hinfahre, erzähle ich euch gleich. Angekommen in Potsdam-Pürscheide. Sieht jetzt nicht sehr spektakulär aus. Ich drehe mich mal um. Hier auch nicht. Aber wenn man mal hochguckt, sieht man ein altes Dach. Was es damit auf sich hat, das zeige ich euch jetzt. Ja, das war mal der Potsdamer Hauptbahnhof.
kann es euch beweisen. Guckt euch das Schild an. Uralt. Erst hieß er Potsdam Hauptbahnhof, dann wurde er normal als Bahnhof Potsdam-Pürscheide benutzt. Hier noch ein altes Schild da hinten zu sehen. Leider erkennt man das nicht gut. Da steht Potsdam-Pürscheide drauf. Und jetzt fahren nur noch hier unten planmäßig Züge, die auch anhalten. Hier waren auch mal Gleise, aber alles verschwunden. Ich guck mal, ob ich noch ein bisschen mehr entdecken kann. So, ich habe mal versucht, jetzt zum alten Bahnsteig hochzugehen. Würde mir auch gelingen, aber das Risiko war mir dann doch zu groß, dass mich ein Lokführer anscheißt oder dass da Leute denken, dass sie mich umbringen will. Das lassen wir lieber. Ich habe trotzdem mal ein paar Fotos noch gemacht, die ich machen konnte. Bin nicht so nah rangegangen an die Gleise. Und ja, genau. Also, wenn ihr mal wollt, könnt ihr euch den Bahnhof ruhig mal anschauen. Ihr könnt leider nicht öffentlich oben zu den alten Bahnsteigen gehen. Da ist eine Absperrung oder ein Zaun jetzt mittlerweile. Aber hier ist auch recht viel schon Vandalismus zum Opfer gefallen. Hier viel beschmiert und auch ein paar Sachen zerstört. Das ist schade. Jetzt geht es gleich weiter nach Potsdam Hauptbahnhof zurück mit der RB 23. Die kommt in ungefähr 15 Minuten. Und dann geht es von dort mit der S-Bahn höchstwahrscheinlich zum Wannsee. Und dann fahren wir vom Wannsee mit dem historischen Bus, wenn er hoffentlich fährt, zur Pauninsel, dann wieder zurück. Und dann steht er ja noch an, zum Flughafen Schönefeld zu fahren. Vielleicht mache ich das aber erst jetzt später. Muss mal gucken. Ich melde mich auf jeden Fall nochmal und ja, bis später. So, ich bin jetzt mit einem neueren Bus hier zur Pauninsel gefahren und fahre dann mit dem alten gleich zurück. Vielleicht fahre ich auch bis zur Messe, ich weiß gar nicht, wie weit der Bus jetzt fährt. Auf dem Fahrplan steht, der fährt bis zur Messe ICC. Vor dort kann ich ja auch dann mit der S-Bahn weiterfahren. Mal sehen. Und ja, genau, hier drüben ist dann die Pauninsel, kann man mit der Fähre rüberfahren. Und ja, genau, wir sehen uns dann gleich wieder. Jetzt schaue ich mich erstmal ein bisschen um und dann geht's weiter. Und,
Angekommen in Berlin-Schönefeld Flughafen. Auch dieser Bahnhof ist sehr alt noch, wenn man sich die Lampen und die Lautsprecher mal anguckt, so wie das Dach oder die Wartehäuschen, sieht man, dass hier früher DDR war. Wurde nicht so viel verändert. Hier die zwei Bahnsteige sind außer Betrieb, da fährt nichts mehr. Und ja, da haben sie sogar auch die Lautsprecher abgebaut. Genau, und ja, jetzt filme ich hier ein bisschen, mal gucken wie lange und dann mal sehen, was wir dann noch machen.
So, es ist jetzt 21.17 Uhr. Tag 2 in Berlin ist auch schon wieder vorbei. Ging echt schnell. Komm, hier kommt gerade die Back on Track 101. Genau, die haben wir jetzt mal mitgenommen und ja, das war's jetzt mit Tag 2. Morgen früh sehen wir uns wieder. Bis gleich. Ja, guten Morgen zu Tag 3 hier in Berlin. Wir haben es aktuell 11.10 Uhr und ja, heute steht nicht so viel Transporting auf dem Programm. Ich werde nämlich noch ein bisschen Sightseeing machen und ja, aber dafür haben wir die letzten Tage viel gefilmt, aber ein bisschen werde ich trotzdem heute noch was mitnehmen und euch zeigen. Und ja, jetzt wird hier erstmal gleich der EC nach Prag gespottet. Und anschließend geht es dann wahrscheinlich weiter nach Berlin-Südkreuz. Ich wünsche euch viel Spaß mit Tag 3. Ich bin angekommen in Berlin-Südkreuz. Jetzt wird hier ein bisschen aufgenommen und ich wünsche euch viel Spaß bei den folgenden Aufnahmen.
Jetzt sind hier vom Südkreuz ein bisschen in die Innenstadt. Und ja, ich mache wahrscheinlich nachher noch ein paar Aufnahmen, bevor mein Zug fährt. Der fährt um 5:30. Jetzt haben wir es 13 Uhr. Jetzt bin ich hier am Flughafen Berlin-Tempelhof. Ehemals wurde er noch durch Flugzeuge genutzt. Jetzt kann man sich hier ausbreiten, sich gemütlich machen, picknicken, Fahrrad fahren, was auch immer man will oder joggen. Und ja, ich bin jetzt von Südkreuz hier mit der S-Bahn zum Brandenburger Tor gefahren. Dann vom Brandenburger Tor bin ich zur Friedrichstraße gelaufen und von der Friedrichstraße dann mit der U-Bahn nach Tempelhof und dann hier eben hierher gelaufen. Genau, jetzt würde ich mich schon mal bei euch verabschieden, denn es geht in gut 2 Stunden schon zurück. Ich mache jetzt nicht mehr viel, ich werde noch ein bisschen die Rückfahrt filmen, die werde ich dann noch hinten dran packen. Aber ja, sage, das Wochenende war eigentlich sehr gut gelungen, wir haben viel geschafft, viele schöne Züge gefilmt, das Wetter hat mitgespielt. Also eigentlich wie ich es mir vorgestellt habe, bei manchen Sachen auch nicht so gut leider, aber ich habe das Beste daraus gemacht und ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß mir zuzugucken und seid hoffentlich nächstes Mal wieder dabei. Danke für eure Treue, auch bei diesem Traditionsvlog, der 10. jetzt hier. Und ja, genau, sage danke fürs Zuschauen, bleibt gesund, euer ICE Deutschland. Thank you.